So Leute, da sind wir beim nächsten Decktag und ich habe euch ein Update mitgebracht von meinem allerersten Legacy Deck. Wenige Leute wissen es, meine Karriere in Legacy startete mit Dredge und dementsprechend, ja, gucken wir uns an, wie Dredge heutzutage ist. Ich habe euch heute einen LED-less Dredge mitgebracht. Das bedeutet, in diesem Deck sind keine Lions and Diamonds drin und damit ist es eine Budget-Version, Anführungsstrichen. Es ist aber eine wesentlich konstantere Version. Lions Eye Diamond ist eine sehr explosive Karte, die sehr hilfreich sein kann, wie ihr in dem alten Deck-Tag schon gesehen habt. Oder eben im Madness. Und dementsprechend ist eine gute Karte in diesem Deck, gleichzeitig aber auch eine, die man rauslassen kann. Und das möchte ich euch heute zeigen. Starten wir mit den Kreaturen. Wir fangen an mit den wichtigsten Kreaturen, nämlich den Dredge-Kreaturen. Dredge-Kreaturen spielen wir. 4 Golgari Grabtrolle. Das ist eine 5-Mana-0-0-Kreatur, die irgendwelche Effekte hat. Aber das Wichtige dabei ist, sie hat Dredge 6. Und mit Dredge 6 ist sie genau diese Karte, die wir haben wollen, denn wir wollen Karten aus unserem Deck in unseren Friedhof legen. Dazu haben wir 4 Stink Widims. Hier steht dann auch mal drauf, was Dredge macht. Für die Leute, die es gar nicht wissen, statt eine Karte zu ziehen, können wir beliebig viele Karten von unserem Deck auf unseren Friedhof legen und diese Karte aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Heißt, wir können den Draw ersetzen durch diese Karte auf die Hand nehmen. War damals eine Idee, um Ressourcen herzustellen. Und statt eine random Ressource zu ziehen, halt eine safe Ressource zu ziehen. Wird heute nur noch abused. Dazu noch 3 Golgari Thugs. Das ist eine der wenigen Kreaturen, die wir auch casten können. 2-Mana-1-1 und mit Dredge 4 der andere Effekt ist so gut wie nie irgendwie nützlich. Wichtig hierbei ist Dredge 4. Das heißt, wir haben 11 Dredger. Kommen wir zu den anderen Karten in unserem Deck und da sind wir sehr, sehr friedhofszentriert. Logischerweise. Wir spielen einen Hoggak. Hoggak ist ein 7-Mana-8-8 Legendary Avatar. Für den kein Mana-Witz bezahlt werden kann. Wir können den Convoken und Delven, also Karten aus dem Friedhof entfernen und Karten von Kreaturen vom Feld tappen, schwarz oder grüne, um Mana zu bezahlen für den. Und wir können ihn aus dem Friedhof casten. Das ist relativ wichtig, ist einer unserer Finisher. Früher hat man mit Red Return und großen Finishern gearbeitet. Heute hat man Hoggak und den Ox of Argonas. 5-Mana-4-2, wenn er ins Spielfeld kommt, werfen unsere Hand ab. Oh nein. Und ziehen 3 Karten. Also dredgen wir bis zu 18 Karten. Und wir können den für 2 Rote aus dem Friedhof wieder casten, indem wir 8 Karten aus unserem Friedhof exilen. Das ist ähnlich wie Delve halt ist, aber Escape kommt halt auch immer wieder möglich, das zu machen, genau wie bei Hoggak. Deswegen, ich verstehe nicht, wie sie bei Hoggak merken konnten, das war ein Fehler. Und Escape, was ja auch nur Hoggak ist, ist okay, aber Oxabgrunigus, wenn er aus dem Friedhof escaped wird, dann kriegt er eine +1/+1 Marke auf ihn. Das sind unsere 2 Bossmonster, die die coolen Yuri-Kids haben. Dann spiele ich 3 Ichorids. Ichorid ist eine sehr, sehr strange Kreatur. Es ist ein 4-Mana-3-1 Eile-Kreatur, die am Ende des Zuges geopfert wird. Und zu Beginn des Versorgungssegments, also bevor wir eine Karte gezogen haben, wenn der sich im Friedhof befindet, können wir eine schwarze Kreatur aus dem Friedhof exilen, um den ins Spiel zu bringen. Das ist recht nett, weil wir den immer wieder reinholen können. Wir haben genug schwarze Kreaturen, mit denen wir den halt immer wieder holen können. Und wenn er dann stirbt, haben wir auch was davon. Wir haben einen Beater und wir haben eine schwarze Kreatur für Hoggak und, und. Dann eine, die, ich glaube, die neueste Erneuerung in diesem Deck. Natürlich brauchen wir MH2-Karten, weil ohne MH2-Karten würde ich dieses Deck-Tag ja nicht machen. Wir haben Grief. 4-Mana-3-2 Menace. Wenn er ins Spiel wegkommt, muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Also wir gucken uns die Hand an und bestimmen eine Karte, die er abwirft. Non-Land. Und wir können eine schwarze Karte aus unserer Hand, exilen, um den zu evoken, das heißt, den direkt ins Spiel zu bringen und dann wird er geopfert. Interessant dabei ist, dass wir eben mit verschiedenen Karten, die wir im Deck haben, davon was haben. Wenn er dann im Friedhof ist, können wir ihn mit Ichorid fressen oder eben mit dem Ochsen oder Hoggak. Dann spiele ich 4 Narkomöben. 1-1 Kreatur mit fliegend und wenn sie vom Deck auf den Friedhof gelegt wird, dann kommt sie direkt ins Spiel. Ähnlich wie Ichorid, eine der Kreaturen, die wir überhaupt im Spiel haben. Und dann spiele ich, aus nostalgischer Gründen tatsächlich, 2 Putri-Gems. Die sieht man relativ selten. Ich finde sie aber ziemlich, ziemlich gut in dem Deck, weil sie auch ein Beater sind, weil sie ein Target des Cards sind, den wir immer wieder benutzen können. Er macht minus irgendwas, aber gerade zum Starten als Starter ist er sehr, sehr gut. Es sind 2 Mana
ist ein 1-Manner 1-1er, wo wir immer wieder eine Karte abwerfen können, wann immer wir wollen und so viele wir wollen. Soviel zu den Kreaturen, kommen wir mal zu den Non-Creatures. Bei den Non-Creatures starten wir mit der wichtigsten Karte dieses Decks, und zwar Bridge from Below. Das ist eine 3-schwarze Verzauberung, die auf dem Feld keinen Effekt hat. Wenn sie im Friedhof liegt und eine Non-Token-Creature stirbt, kriegen wir einen 2-2-Zombie, solange sie auch noch im Friedhof ist. Wenn sie im Friedhof liegt und beim Gegner eine Karte in seinen Friedhof gelegt wird, wird die aus dem Spiel, aus dem Friedhof exiliert. Sehr, sehr trickige Karte, muss man mit lernen zu arbeiten. Der Rest unseres Decks an Non-Creatures sind eine Menge Draw-Spells. Wir haben zweimal sorgfältige Studien. Ein blaues Mana, wir ziehen 2 Karten und werfen dann 2 Karten ab. Dredge und die Dredger wieder abwerfen. Dann 4-mal die hübscheste Karte in Magic History. Faces Looting, rotes Mana, ziehen 2 Karten, werfen 2 Karten ab mit Flashback. Die ist natürlich mit Lion's Eye Diamond sehr geil, weil man sie dann halt nochmal casten kann. Aber ansonsten, ja, ist so die einzige Karte, wo ich sage, Lion's Eye Diamond ist irgendwie nützlich in dem Deck. Dann haben wir 3 Breakthroughs. Ein blaues und X. Wir ziehen 4 Karten, suchen uns dann X-Karten von unserer Hand ab und werfen den Rest ab. Meistens macht man es für x gleich 0, manchmal kann man auch x gleich 1 sagen, wenn man danach irgendwie noch was anderes Cooles spielen möchte. Auch hier sehr, sehr cool mit Dredgern. Auch eine Erneuerung ist Otherworldly Gaze. Ein blaues Mana, wir gucken uns die obersten 3 Karten an und können irgendeine Anzahl davon in den Friedhof legen und den Rest aufs Deck. Ist ganz cool, um zu wissen, ob man dredgen muss oder nicht. Ist eine Instance, eine 2-Mana-Spell. Und oftmals ist es so, dass man mit diesem Deck auf 2 Mana hängen bleibt und dann das Faces Looting hat, aber irgendwie nicht dazu kommt, Faces Looting zu spielen, wenn man kein 3. Mana hat, weil man dredgt ja die ganze Zeit und dann kommt man nie auf das 3. Mana und Otherworldly Gaze macht genau das. Es macht eine 2-Mana-Karte, also für 2 Mana, die Karte ist natürlich 1 Mana, aber in einen Slot rein, in dem wir weiterspielen können und vielleicht uns angucken können, ob wir nicht doch irgendwann mal eine Karte ziehen fürs Faces Looting. Sehr, sehr, sehr geile Karte. Und wir haben noch 4 Cave Therapies, ein schwarzes Sorcery und wir sagen eine Karte an und ein Target-Spieler zeigt seine Hand vor und wirft alle Karten mit dem Namen ab. Flashback, wir opfern eine Kreatur. Können wir aus dem Friedhof also für opfern eine Kreatur casten, triggern den E-Bridge, kriegen Zombies, bliblablub. Das sind unsere Non-Creatures. Dann kommen wir zu unseren Non-Creature-Non-Spell-Karten, also unseren Ländern. Ich spiele 4 Syphilid Colosseum, ein blaues Mana, also tappen für ein blaues Mana und wir kriegen einen Schaden mit Threshold. Wenn wir 7 oder mehr Karten im Friedhof haben, können wir für ein blaues Mana das Ding tappen, opfern, 3 Karten ziehen und 3 Karten abwerfen. Geht auch auf den Gegner, aber wir machen das schon auf uns. Sehr, sehr mächtiges Tool, einfach weil Stretch 18 sein kann. Genau in demselben Slot kommt auch eine Fiery Islet. Die Karten, die wir hauptsächlich spielen, sind blau und rot. Manchmal eben eine schwarze Karte, aber relativ selten. Deswegen habe ich hier noch ein blau-rotes Drawland reingemacht. Tappen für ein blaues oder rotes. Einmal tappen, opfern, Karte ziehen. Also dredgen. Dann kommen wir zu unserem Mana-Pool, der ein bisschen bunter ist. Wir brauchen ja auch andersfarbiges Mana. Dafür haben wir 4 Mana-Confluence, tappen für einen Lebenspunkt, also wir zahlen einen Lebenspunkt, kriegen Mana mit beliebiger Farbe. Fast dieselbe Karte, City of Brass, nur wenn sie getappt wird, kriegen wir einen Schaden und wir können sie tappen für Mana beliebiger Farbe. Und dann noch die 3-mal die Gemstone Mine. Sie kommen mit 3 Marken rein, tappen eine Marke runternehmen und Mana beliebiger Farbe bekommen und wenn alle 3 Marken runter sind, können wir das Ding opfern, beziehungsweise müssen es opfern. Das passiert nicht so häufig. Bis dahin ist das Spiel relativ gut in Griff, dass wir gar kein Mana mehr zahlen müssen. Das sind die Länder, kommen wir mal zum Sideboard. Beim Sideboard haben wir ein paar sehr, sehr lustige Sachen. Erstmal gehen wir den Standard durch. Wir haben 3 Leyline of the Void. Dieser 4-Mana-Spell, den wir niemals casten, wird auf der Starthand vorgezeigt und dann kommt er ins Spiel. Und dann können Karten, die in den Friedhof gehen, beim Gegner werden stattdessen exiliert. Das ist eine ganz gute Karte. Dann haben wir noch 2 Leyline of Sanctity. 4 Mana, wenn die auf der Starthand ist, können wir sie ins Spielfeld bringen und wir haben Hexproof. Gut gegen Burn, gut gegen irgendwelchen Reanimate-Kram, der uns discarden möchte oder richtige Discard-Karten und ähnliches. Das ist eine sehr interessante und nützliche Leyline. Dann haben wir einen Ashen Rider. 8 Mana, 5-5 fliegen, wenn er ins Spielfeld kommt oder stirbt, exilieren wir ein permanentes. Gut, gerade gegen Show and Tell ist die Karte von Chris Rahn hier super. Dann habe ich 1 Chain of Vapor. Für 1 blaues Mana bouncen wir Non-Land permanent und man kann das zurückwerfen, aber niemand wirft es zurück. Dazu in Blau
4 Forsophil. Das kommt daher, dass wir unseren Blau-Count im Deck eben mit so Karten wie Studien, Breakthrough, Gaze, Makromöben erhöhen und noch 4 Forsophils, die wir wahrscheinlich spielen. Und dementsprechend dann den hohen Blau-Count haben und damit das Forsophil uns auch erlauben können. Und dann kommen wir zu der Karte Whipmare. Whipmare ist eine Kreatur, die, sie kostet Mana, das ist irrelevant. Wichtig ist, für ein weißes Mana können wir sie evoken. Das heißt, ähnlich wie bei Greed ist es so, dass wir sie direkt opfern müssen, wenn sie ins Spiel gekommen ist, was auch mal ganz positiv sein kann. Und wir können eine Verzauberung zerstören. Ich habe diese Tage ein bisschen mehr Angst vor Verzauberungen als vor Artefakten. Ansonsten könnte man hier auch einen Ingechua spielen. Das finde ich ganz gut. Und deswegen spiele ich aktuell die wegen Verzauberung, wegen Leylines werden und Rest in Peace und so ein Scheiß wird aktuell viel, viel mehr gespielt als Gravedigger's Cage, interessanterweise. Oder die Leute brauchen zu lange, um Gravedigger's Cage zu finden, weil sie sie nur in One-Off spielen und das hoffen, dass sie es mit Ursas Saga raussuchen können. Dementsprechend, spiele ich die Karten noch. Fazit ist einfach, ich liebe dieses Deck bis heute. Es ist nicht das interaktivste Deck, aber es ist ein sehr, sehr cooles Deck, was einfach immer wieder dran vorbeispielt und manche Gegner völlig off guard erwischt und manche Leute kennen es teilweise auch gar nicht, was ich sehr krass finde. Ich liebe die Dredge-Strategie. Ich finde sie trotz sowas wie Endurance und ähnlichem einfach immer noch gut und playable und wirklich stark, weil im Notfall haben wir das Board einfach in einer Runde ziemlich voll, dann sollen sie doch machen und wenn sie dann das drunter legen, dann holen wir das nächste Runde eben wieder. Das ist voll okay. Und sowas wie Ichorid und Bridge from Below und Breakthrough, das sind halt die alten Karten, die das ganze Deck halt sehr, sehr stabil machen. Man hat eine coole Mana-Basis, weil man die ganze Zeit Five-Color spielt, keine Duels braucht und spielt halt weirde Karten, die man sonst nirgendwo sieht. Was ich einfach nur cool finde. Und die neuen Karten passen halt so cool in das Deck rein. Grief ist eine richtig coole Adaption und das Otherworldly Gaze ist auch richtig, richtig stark. Und es macht so viel Spaß, das Deck zu spielen. Ich bin so glücklich, dass dieses Deck wieder eine Existenz hat, weil es es manchmal wieder nicht hat. Aber gefühlt hat aktuell alles eine Existenz, was gehypt wird und danach wieder nicht mehr. Aber egal, ich mag das Deck. Wenn ihr wollt, könnt ihr es immer austesten. Es ist nicht das teuerste Deck. Man kann auch im Sideboard was anderes als Forsophil spielen. Und damit hat man die teuerste Karte. Ich glaube, dann ist die teuerste Karte der Grief. Oder das Mana Confluence. Irgendwas in dieser Richtung. So oder so, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao.